Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal weiter mit unserer Hauptstadt zugange. Wollten, glaube ich, ein paar Gewerbegebiete eröffnen. Und ich habe hier gerade einen lustigen Bug. Das fängt doch schon mal gut an, oder? Ach so, nee, Quatsch. Moment mal. Moment mal. Hier bitte zurück in die Region. Ich glaube, wir haben hier total in der falschen Region angefangen. Oder ist das die richtige? Moment, ich guck mal gerade was. Ich habe nämlich testweise eine Kopie gemacht von der Region. Doch, ist es die richtige. Okay, alles klar. Tatsächlich, ja. Es ist doch die richtige Region. Mensch, da habe ich doch alles richtig gemacht. Ja, ein etwas anderer Anfang, weil ich wundere mich, dass hier die Lichter an sind. Von den Häusern, ne? Es ist irgendwie. Mach mal den Nachtmodus und Tagmodus. Ah ja, okay. Er hat sich nur durchmischt. Okay, alles klar. Gut, Freunde. Ja, wie gesagt, wir wollten ja beim letzten Mal weiter Gewerbegebiete hochziehen. Und da würde ich vorschlagen, machen wir das mal. Aber mir ist auch noch eine andere Sache aufgefallen. Und zwar, wir haben ja überall diese erhöhten Autobahnen, ne? Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir ebenerdige jetzt machen. Nutzen, weil die können nämlich ohne Problem, also ebenerdige Autobahnen, weil da können wir nämlich ohne Probleme dann die Monorails drüber ziehen, ohne hier die ganze Zeit sowas zu machen. Und das Gute ist auch, vor allem wenn wir hier sowas machen, ne, dann macht er nämlich direkt, schaut mal. Ach so, er macht dann eine Brücke. Ah. Er macht dann eine Brücke über die Autobahn drüber, weil das habe ich nämlich mal ausprobiert zwischendurch. Mit einer Einbahnstraße, das funktioniert wiederum, ne? Wenn wir eine Einbahnstraße machen. Die macht er dann zu einer Auffahrt, seht ihr das? Einbahnstraßen werden zu einer Auffahrt. Normale Landstraßen wiederum nicht. Aber ebenerdige Autobahnunterführung, warte. Ah, guck mal, das müssen wir dann einfach manuell machen. Okay, ah, sehr gut. Aber ich finde, das zieht. Nee, das zieht nicht weniger Platz, ne? Aber ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt einfach, weil das mit der Monorail einfacher ist. Wir steigen um auf eine ebenerdige Autobahn. Na, dann brauchen wir hier. Die hier brauchen wir sowieso nicht mehr. So. Dann können wir nämlich so weitermachen. Okay, Freunde, alles klar. Gut. Dann können wir das hier nämlich weiterziehen. Machen hier eine Brücke geht leider nicht. Schade. Doch, es geht. Es geht. Perfekt. Annehmen. Ah, wunderbar. So, da haben wir jetzt zwar ein bisschen komisch, aber ist okay. Ah, gut. Wir wollten weiter Jobs aufbauen. Na, würde ich vorschlagen, machen wir das einfach mal. Wir machen hier noch ein Monorail-Kreuz rein. Und was? Große Verkehrsprobleme auf Allee. Was? Welche Allee denn? Hier vorne die. Okay. Kann man hier zufällig. Wobei, da ist, glaube ich, schon eine Station, ne? Ist hier eine. Mo ja, oder? Hier ist, glaube ich, schon eine Monorail-Station. Und. Wartet mal, wenn wir hier die Landstraße verbinden, geht das? Nee, geht leider nicht. Okay. Gut, dann ist das jetzt mal leider nicht zu ändern. Wir wollen weitermachen. So. Alles klar, habe ich schon wieder 4 Minuten für gebraucht. Aber alles gut. So, das heißt. Gucken wir uns nochmal den Verkehr an. Wie gesagt, der hat sich meiner Meinung nach gebessert. Ich möchte halt nur noch mal gerade gucken. Hier vorne dieser Bereich, ne? Der ist neu dazugekommen, tatsächlich. Können wir hier eine. Hier können wir doch voll was machen. Warum haben wir das denn nicht gemacht? Hier können wir doch voll was machen, Freunde. Mit dem Verkehr. Das habe ich voll übersehen, dieses Stück hier. So. Und, hier habe ich voll viel übersehen. Schaut euch das an. Okay, das ist neu.
höchst interessant, ne? Okay, dann. Beziehungsweise ist nicht neu. Ich habe es einfach übersehen gehabt. Dann machen wir das doch. Moment. Machen wir das so. Und die Auffahrt muss dann auch nochmal weg. So, dann machen wir hier einfach eine Einbahnstraße draus. So, dann haben wir hier wenigstens keine Verkehrsprobleme mehr. Und dann müsste er jetzt theoretisch automatisch sagen, Auffahrten. Ja, sehr schön. Okay, alles klar. Ah, wunderbar. Ja, wir hatten die Stelle total verdrängt. So, Verkehr. Ja, dann, genau. Und es ist grün geworden. So gut. So gut. Es ist einfach grün geworden. Ja. Alles klar, wunderbar. Der Stau kann gerne draußen bleiben. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Ich wollte eigentlich weitermachen, aber guck was jetzt mal den Verkehr an. So, denn hier oben ist viel los halt, ne? Oh, das liegt auch daran, weil... Moment. Moment, hier ist ein kleiner Fehler mir unterlaufen, glaube ich. Der bringt mich direkt ins Schwitzen hier. So. Und dass wir dann hier sagen, genau, und diese Einbahnstraße muss dann so sein. Genau. Naja, wobei, ja doch, doch, ist schon richtig so. Okay, Verkehr. Nicht Wasserverkehr. Und? Ja, okay. Alles klar, sehr gut. Dann haben wir hier vorne noch so ein bisschen was. Zonen. Ah, okay, weil das eine normale Straße ist. So, dann machen wir hier Einbahnstraße draus. Ja, aber dann kommen die da unten nicht mehr nach oben, ne? Moment. Bandagenblues. Interessant. So, können wir das doch so machen? So regeln, genau. Und, ja, der Rest ist eigentlich so schon in Ordnung. Ja, so, dann können wir hier noch eine Einbahnstraße draus machen. Und dann gucken wir uns nochmal den Verkehr an hier oben. Ja, okay. Alles klar, perfekt. Der Verkehrsbalken geht auch wieder... Ah, Verkehr ist grün, schaut euch das an. Okay, wir machen einfach da weiter, wo wir bei der vorletzten Folge aufgehört haben. Nämlich mit dem Verkehr. So, hier vorne die Zone. Ja gut, die ist ein bisschen... Moment, aber da können wir was machen. Da können wir hier eine U-Bahn-Station hinsetzen, weil hier ist nur ein kleines Gewerbegebäude. Da können wir hier sagen, U-Bahn. Genau. Und da können wir dann da ein paar Parks reinmachen noch. So, wo war es denn hier? Parks. Genau. Einfach ein kleines Gewerbegebäude. So, gucken wir jetzt nochmal Verkehr. Hat das was gebracht schon? Sehr gut. Es ist orange geworden. Aber es ist ja auch es ist schon verbunden, oder? Na komm. Na komm schon. U-Bahn. Es ist verbunden. Ah, perfekt. Perfekt, perfekt. So, dann machen wir hier nochmal. Da oben muss ich sowieso nochmal eine U-Bahn-Station hinmachen. Damit der Bereich hier oben nicht so stauig wird, ne? Genau. Aber hier oben ist ja schon. Ist ja schon alles gut. Okay. Der Verkehrswert ist grün. Ich fasse es nicht, Freunde. Ich fasse es nicht. Oh, ist das gut. Der Landwert ist ein bisschen jetzt... Macht mir Sorgen. Aber ist okay. Verkehr ist grün, ey. Oh mein Gott. Da sind noch viele rote Bereiche dabei, ne? Sehe ich gerade. Geht auch wieder zurück. Wieder mehr Verkehr. Ja, es ist halt die Tageszeit, glaube ich. Es ist, glaube ich, die Tageszeit, ne? Jetzt ist hier oben nämlich auch wieder voll, seht ihr? Da spielt es nämlich noch mit rein. Genau, da spielt die Tageszeit noch mit rein, Freunde.
Das heißt Pendler morgens und Pendler abends. Ne? Und morgen. Ja, genau. Das ist ja dynamisch. Also, man hat, glaube ich, verschiedene Tageszeiten, wo man dann ja, mehr Stau hat als an anderen Zeiten. Das kommt auch noch dazu. So, das sollte ja. Das sollte kein Problem sein, ne? Nee. Da machen wir einfach hier unten nochmal ein Krankenhaus für die neuen Leute hin. So, können wir dann jetzt endlich mal. endlich mal weitermachen. Ich denke schon, ja. Damit hier so hin, genau. Verbinden wir das noch schön mit einer Straße. Ja. So, dann habt ihr hier euer neues Krankenhaus, was auch schon fast voll ist. Aber okay, gut. Dann machen wir jetzt endlich weiter mit unseren Gewerbegebieten. So, Freunde. Dann würde ich mal vorschlagen. Hä? Ja, alles klar, wunderbar. So, schön die Einbahnstraßen hin. 5, 6, 7, 8, 9. Ganz genau. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass man wieder hier eingeschaltet hat bei SimCity 4. Wie wir jetzt hier weitermachen, ganz klar. Genau. Und, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Ja, war richtig. Okay, war genau passend. Und wie gesagt, wie unsere Hauptstadt jetzt schön weiter wächst. Na, weil das ist ja schon wirklich genial, wie das hier aussieht. Was ist denn jetzt? Hallo? Mach doch! Was ist... hä? Hä? Moment mal. Warum? Was ist denn... Hä? Was ist das denn? Warum geht das hier nicht? Naja, egal. Kommt. Dann macht das halt so. Keine Ahnung, was das wieder für ein komischer Bug war. Aber ich glaube, je größer die Stadt wird, desto mehr Bugs kommen hier. Es sieht zumindest so aus, weil schaut euch das an. Da ist jetzt auch wieder so was Komisches, ne? Ah, komm, ist okay. So. Hä? Das verstehe ich nicht, Freund. Das verstehe ich gerade echt nicht. Aber gut, ist okay. Dann da war halt ein paar bisschen mehr Platz für ein paar Wälder. So, dann machen wir hier nochmal Bushaltestelle U-Bahn schön mit verbinden. Mal erstmal Parks bauen. So. Wunderbar hier. Machen wir das so und so. Genau, Bushaltestellen. Wichtig. Und U-Bahn-Station. Wichtig. So, Bushalte, U-Bahn, U-Bahn, U-Bahn. Ah, ich bin schon wieder in dem schönen Flow hier nach Resident Evil. Das ist richtig gut. So. Alles klar. Ach, da bauen sie wieder Unfälle. Das gibt es ja nicht. Das gibt's doch nicht. Wie fahren die denn schon wieder? So schlimm ist der Verkehr jetzt nun wirklich nicht hier. Der Verkehr war grün, der Verkehrsbalken, also wirklich. So, dann schön miteinander verbinden hier alles. Damit sich auch keiner beschwert, ne? Dass er nicht am Netz ist. So. Wunderbar. So, dann könnten eigentlich auch nochmal hier irgendwo eine U-Bahn-Verbindung reinmachen, ne? Ist eigentlich gar nicht verkehrt. So, dann mach hier eine U-Bahn-Station hin. Ist auch direkt miteinander verbunden. Sehr schön. Gut. Dann können wir hier nochmal eine Monorail-Station. Damit das Gewerbegebiet schön angebunden ist. Genau. Wird auch direkt fleißig genutzt hier. Gucken wir mal die Luftverschmutzung. Ja, schaut euch das an. Also Luftverschmutzung ist sehr gering. Wirklich. Also, das ist schon gut. Ist schon gut so. Wow, und ich sehe gerade, wir sind auch schon mittlerweile bei 930.000 Einwohnern. Schon ordentlich, ja. Schon ordentlich. Ja, speichern wir mal ab.
Und ich sehe gerade, die Kosten gehen gerade in die Höhe. Schau ich das an. Wir verdienen nur noch 5.000 im Monat. Warum denn jetzt auf einmal so wenig, hä? Naja, gut. Ist aber okay. Kriegen wir noch irgendwie gedeichselt. So. Machen wir hier einmal so. Geht das nicht? Warum geht das nicht? Ach, wegen der Autobahn. Moment. Ah. Okay. Dann machen wir die U-Bahn halt hier vorne so hin. Ist ja direkt verbunden hier, ne? So. Gut. Dann machen wir es so vielleicht. Nee, hä? Wie denn? Normalerweise funktioniert. Wartet mal. So. Normalerweise funktioniert das. So. So nicht. So auch nicht. So auch nicht. Okay. Müssen wir vielleicht die Bahnverbindung hier unterbrechen? Die fahren einfach an die Sackgasse rein, ne? Das ist echt geil. So, Tab. Moment. Das ist eine normale Straße. Nee, das habe ich. Ich habe doch extra die Ebenerdige jetzt genutzt, damit man schön die Straßen da ziehen kann. Und jetzt geht das nicht, oder was? Das ist doch echt bescheuert. Ah, jetzt. Okay. Aha, da ist es. Okay, alles klar. Da ist das Ding. Das ist riesengroß, ne? Deshalb. Aber okay. Wir haben unsere Verbindung. Das heißt, wir müssen die Monorail umleiten. Weil das macht er ja leider nicht hier. So. Ach, shit. Ah, guck mal, das geht. Wie cool. So. So. Stückwerk gerade hier. Verdammt. Ganz schönes Stückwerk hier mit der Monorail, aber das hat doch Charme. Das hat doch echt Charme. So. Sieht zwar ein bisschen interessant aus, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, weitere Jobs wollten wir, ne? So. Genau. Ja, und hier ist jetzt wieder ein freier Platz irgendwie. Moment, da ist die Bushaltestelle. Die können wir ja auch dahin machen. Da können wir dann nämlich eine Straßenverbindung reinpacken und nochmal ein Gebäude rein. Ja, nochmal ein Gebäude rein. 4x4 sogar. So. Ja, perfekt, Freunde. So, dann können die Leute jetzt hier zuziehen. So. Hier nochmal ein Stadtwald rein. Schön. So. Und den Bäume-Trick. Genau, schön die Bäume hier. Schön Bäume pflanzen überall. Da stehen die ja so drauf. Nee. Ja. Perfekt. So. Ja, Freunde. Und hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier. Das SimCity 4 Let's Play. Mir macht es ja nach wie vor sehr viel Spaß. Und ja, wie es jetzt hier schön weitergeht mit unserem Hauptstadtbau. So. Dann bräuchten wir jetzt als nächstes wieder mehr Leute tatsächlich, die auch Steuern bezahlen, weil ihr seht's, ne? Wir sind nur noch 6.000 im Plus. Uiuiui, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, wenn wir jetzt hier mal ein 4x4-Feld machen mit Wohnungen, dann sollte das schon passen. So. Gut. Da würde ich mal sagen, ja, wobei, haben die Wasser? Ihr habt Wasser, ne? Ja, ihr habt Wasser, okay. Was sind das für Leute? Mittlere, okay. Machen wir hier mal eine Landstraße ausnahmsweise. So. Einfach, weil wir es können. So. Ja, okay.
Ah ja, okay. Gut, dann machen wir hier eine Einbahnstraße draus. So. Da kommen sie jetzt nämlich und kriegen auch noch eine Verkehrsanbindung. Einmal eine Bushaltestelle hier vorne hin und einmal eine U-Bahn-Station hier hin. So. Kriegen wir jetzt nämlich ein paar mehr Steuerzahler wieder. Die dann auch wieder Kohle in unsere Stadt bringen, ne? So. Ja, ihr seht's, ne? Das Wachstum ist wirklich heftig grandios. So. Ah, das macht Spaß. Das macht Spaß, Freunde. Kriegt dann noch eure schönen Bäume hier. So. Wow. Wachstum. Einfach nur Wachstum. Wow. Es ist heftig. So, Pendler, die fahren raus. Warum fahrt ihr raus? Ich will nicht, dass ihr rausfahrt. Ihr habt doch genug Jobs hier, verdammt. Ja, ist okay. Ist okay, kommt. Hauptsache, ihr werdet nicht braun und oder grau. So, dann können wir hier vorne eigentlich auch nochmal eine Bushaltestelle für die Leute hinmachen, ne? Ja, warum denn nicht? So, okay. Ah, die sind. Okay. Pendelverkehr lang. Ja. Ja, das ist mir klar. Aber das heißt einfach, machen wir uns mal wieder mehr Jobs. Noch mehr Jobs hier hin. Ich meine, das ist ja schon krass, wie das hier abgeht, aber nun gut. So, machen wir es mal so. Genau. Gut, Freunde, geht's weiter. Gut, unbedingt. Was ist das? Was ist denn jetzt los? Attraktivität. Warum? Habt ihr alles hier unten? Ihr habt Polizeischutz? Ihr habt Feuerwehrschutz? Schulen vielleicht. Die Schulen haben sie auch. Was ist denn hier los? Attraktivität. Ah. Vielleicht nochmal einen kleinen Stadtwald hier hin machen? Mach das mal attraktiver hier. Ja, okay. Es ist einfach ein Stadtwald, den sie haben wollen. Bandagenblues. Wo denn jetzt schon wieder? Ist das hier in dem neueren? Nö. Das ist schon wieder da. Oder, nee, das haben wir gar nicht gehabt. Okay, dann macht das so. Dann haben wir hier auch noch jede Menge Platz eigentlich, ne? Können wir eigentlich auch noch mal ein paar Jobs reinmachen hier. Kleine Gebäude. Ah. Da haben wir noch mehr Platz. So. Okay. Okay, wir verdienen wieder mehr. Und schon... Da sind sie wieder, ey. Das ist so... Es ist so krass. Es ist so krass, wie viele Bäume die einfach haben wollen, ne? Wie viel Umwelt. Naja. Aber ist okay. Dann machen wir Bäume, Bäume, Bäume hier. So. Und schon... Ja, ja. Schon klar, Freunde. Schon klar. Ihr mit euren Bäumen. Aber ist okay. So, mehr Jobs wollen wir jetzt endlich mal machen hier. Alles klar. So, dann. Und wir sind am Stadtrand. Wir sind am Kartenrand angekommen. Oh mein Gott, wie krass. Wie krass. Okay, heftig. Endlich. Also, hab ich mich schon lange gefragt, wann das denn soweit ist. Ist es jetzt soweit? Okay. Mach das mal so. Einfach ein paar kleine Gewerbegebäude. So, gut. Ah, Moment. Nein, nein, nein. Hier können wir doch... Bei den Jobs können wir doch Alleen machen, oder? Warte mal, wie sieht das da aus? Verkehrstechnisch sind die Alleen nicht ganz so schlimm, ne? Nee, verkehrstechnisch tatsächlich sind die Alleen nicht ganz so schlimm. Okay. Aber ihr seht's, ne? Noch ist der Verkehr...
Verkehrsbalken grün. So, was ist denn jetzt schon wieder? Geringe Attraktivität. Warum? Warum? Was ist los mit euch Reichen? Luftverschmutzung oder was? Oh ja. Oh ja, Luftverschmutzung. Das heißt, wir brauchen noch mehr Parks. Das reicht also nicht. Okay. Verdammt. Shit. Ja gut, dann macht das anders. Dann machen wir das so. Müssen wir leider Gebäude abreißen. Ihr wollt ja leider Bäume haben. Ne? Tut mir leid, aber da müssen die Gebäude halt weichen. So. Dann kriegt ihr hier eure Bäume. Mensch, nochmal. Verschmutzung, ja. Okay. das gleiche dann hier oben auch, oder wie? Das gleiche dann auch hier oben. Okay, dann machen wir das. Ach, ihr mit eurer grünen Lunge. Ihr seid wirklich richtig krass. Aber okay. Dann machen wir das so und so. Müssen wir leider abreißen, ein paar Gebäude. Wenn ihr so viel Natur haben wollt hier. Ja, sieht so aus, ne? Es ist so krass. So, aber hey. So. Hallo, wir haben hier tausende Stadtwälder und ihr müsst immer noch braun. Warum? Ach so, U-Bahn-Station, ne? Warum machen wir eine U-Bahn-Station? Vielleicht ist der verkehrstechnisch nicht genug angebunden. Das kann sein. So, jetzt. Ne, wird nicht. Ja, doch. Ne, nicht wirklich viel. Wird nicht viel genutzt. Naja, gut. Dann ist es halt so. Ich meine, mein Gott. Okay. Dann. Mir fehlt hier so eine Verbindung hierhin. So. Okay. Alles klar. Dann können wir ja auch einmal hier das so hier hinziehen. Einmal eine Monorail-Station für euch hier. Und dann würde ich vorschlagen... Ja, wobei, wartet mal. Mach mal hier auch nochmal eine Monorail hin. So. Hier nochmal ein kleines Monorail-Kreuz. So. Wunderbar. Dann sind wir auch schon echt am Kartenrand angekommen. Es ist so krass. Wow. Oh, guckt euch das an. Die wollen alle raus, ne? Die fahren alle aus der Stadt raus. Frage ich mich, warum? Was wollt ihr draußen? Boah. Schaut euch diesen Stau an. Es ist wirklich... Okay, wir brauchen mehr Jobs hier. Wobei, Moment. Wir haben... Oh, Scheiße. Shit. Wir haben keine Gewerbenachfrage mehr. Das ist jetzt kacke. Das ist gerade echt uncool, muss ich sagen. Das ist jetzt gerade uncool. U-Bahn-Station. So. Wir brauchen mehr Gewerbenachfrage. Brauchen wir noch ein... Was? Mooslose Sims Masters and to- Ja, toll. Ach du Scheiße, was geht denn da wieder ab? Hallo? Hallo, hört ihr mal auf? Ich bin zu spät, aber... Ja, super. Ja, die fahren raus, deswegen. Aber... Das hier wird nicht genutzt, leider. Die fahren alle raus. Das ist das Doofe, wirklich. Wie sieht es mit der Bildung aus? Ist grün, also eigentlich dürfte es die nicht stören. So,
Wir brauchen sehr viele mittlere Dienstleistungen. Ne? Oh, und wir werden die Folge voll. Okay. Na gut, Freunde, da würde ich vorschlagen, wie es hier weitergeht, sehen wir da beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Das hilft gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.